Hallo, grüß Gott und buongiorno aus Italien. Wir sind zwar nicht in Italien, wir sind hier in München und ich möchte Sie herzlich begrüßen zu True Italian Taste. True Italian Taste ist eine Initiative des italienischen Staates und da geht es darum, dass die Produkte, die echten italienischen Produkte aus Italien, DOP und IGP, einfach mehr beachtet werden und dass Sie beim Einkauf auch ein bisschen darauf achten, dass es wirklich ein echtes italienisches Produkt ist. Und ich werde für Sie heute ein paar Gerichte für Sie zubereiten aus diesen Produkten und Ihnen vielleicht die ein bisschen noch vorstellen. Im Booklet finden Sie alle Rezepte und lassen Sie sich überraschen. Ja, herzlich willkommen auf Sizilien. Sizilien ist ja die größte Insel im Mittelmeer und ist auch die größte Insel natürlich Italiens und auch die bevölkerungsreichste Insel Italien. Und in Sizilien hat man über 1000 Kilometer Strand, meistens Sandstrand, und das lockt natürlich viele Touristen auf diese wunderschöne Insel, die auch bei den Italienern sehr beliebt ist. Ja, wir machen heute, und es ist ein Klassiker in der sizilianischen Küche, und zwar die Spaghetti con le sarde. Und erstaunlicherweise habe ich jetzt vor kurzem erst gehört, dass man dieses Gericht natürlich am Meer mit den frischen Sardinen macht, aber im Inland hat man sie einfach mit Sardellen gemacht, weil Fische vom Meer gab es ja nicht vom Inland her, und dann hat man da ein bisschen gespart. Und es hat jede Familie so ihr eigenes Rezept. Ich habe hier ein sehr schönes Rezept von einem Koch auf der Insel Salina, und es ist die Locanda und Malvasia von Tasca d'Almerita. Und er stammt eigentlich aus Modica, also aus dieser sizilianischen wunderschönen Barockstadt. Und er hat natürlich dann verschiedene Produkte noch mit dazu. Also es ist Petersilie drin, es ist vor allen Dingen sind die schönen Pistazien drinnen. Und jetzt vielleicht ein paar Dinge zu den Produkten, die also wirklich auf Sizilien so wichtig sind. Da ist in erster Linie natürlich das Olivenöl. Es gibt, die ganze Insel ist voll Olivenbäume. Aber es sind eigentlich nur so etwa knapp unter 10%, wenn man Italien betrachtet, was auf Sizilien an Olivenöl produziert wird. Die Qualität ist in letzter Zeit enorm gestiegen. Und es gibt, und das zeigt es ja auch schon, heute schon 6 DOP-Gebiete. Da ist zum Beispiel der Monte Etna oder die Monte Iblei, oder es gibt natürlich auch den Val di Mazzara. Verschiedene DOP-Gebiete, die ein sehr feines Öl machen, das nicht so bekannt ist im Abgang wie das Öl zum Beispiel aus der Toskana. Und obwohl so viel Olivenöl hergestellt wird, das meiste verzehren die Sizilianer selber, denn sie lieben ihr Öl und sie kochen auch reichlich mit Öl. Und aus dem Grund ist für den Verkauf ist das eigentlich relativ gering. Aber vielleicht auch ein Grund, warum die Sizilianer so gesund sind. Das nächste, was auch natürlich auf Sizilien ganz wichtig ist und für Genießer und für Feinschmecker besonders interessant ist, sind natürlich die Pistazien. Pistazien gibt es ja überall im Mittelmeer, aber die ganz exquisiten Pistazien kommen von Bronte. Und Bronte ist eine kleine Stadt am Fuße des Ätna. Und die Bäume, die dort gedeihen, die Pistazienbäume, die irgendwann die Araber mitgebracht haben, die sind auf diesen Lavaböden. Und das gibt diesen Pistazien, die Sie ja hier auch sehen, eine ganz besondere Würze und ein besonderes Aroma. Die Pistazienhaine von Bronte werden niemals gedüngt, werden auch nicht gewässert, nicht chemisch gedüngt, nicht gewässert, und sie werden ausschließlich von Hand geerntet. Und das gibt natürlich jetzt ein ganz extra feines Aroma. Dass die Pistazien gesund sind, ich glaube, das weiß jeder. Mittlerweile macht man auch in Bronte auch ein Öl aus den Pistazien, das grasgrün ist und natürlich einfach nur zum Verfeinern von kleinen Desserts oder sowas oder auch von kleinen Häppchen, ein bisschen über Mozzarella oder so, gibt man das drüber. Ein ganz feines aromatisches Öl. Ja,
Bekannt ist natürlich Sizilien auch für die Orangen. Und zwar sind es die roten Orangen von Sizilien, Arancia Rossa di Sicilia. Und die haben, das ist die Moro, ist bei uns die bekannteste. Und da wird natürlich in dem ganzen Gebiet jetzt im Winter unheimlich viel Arbeit sein. Es wird also von November bis in März, April rein geerntet. Und die meiste ist eigentlich, wird innerhalb von Europa verkauft. Was noch interessant ist, auch eines, es gibt Kaffeeröstereien, gerade in dieser Ecke im Süden von Sizilien, bei Modica. Modica ist ja diese schöne alte Barockstadt und dort ist zum Beispiel der Café Moak. Das ist ein Café, der sehr aromatisch ist, schon seit Generationen gemacht wird und zwar immer noch auf der gleichen Methode, wie sie es am Anfang gemacht haben. 1967 ist diese Firma gegründet und Grundprinzip ist natürlich nur beste Kaffeebohnen aus Südamerika, Afrika oder Indien werden da geröstet und mittlerweile in der ganzen Welt vermarktet. Ein sehr aromatischer Espresso, aber es gibt natürlich auch andere Kaffeesorten, die vertreiben. Und berühmt ist Modica in erster Linie für die Schokolade. Und zwar, wenn man sie nicht kennt, ist das überhaupt keine Schande, weil es ist eigentlich noch relativ neu. Auch für die Italiener war es erst 1992, dass einer dieser Schokoladenhersteller das irgendwann im Fernsehen erzählt hat von dieser Schokolade aus Modica. Und dann ist die Bevölkerung neugierig geworden und seitdem, es waren damals, 92 so, waren es ungefähr 3 Schokolatiers, die diese Schokolade noch gemacht haben. Mittlerweile gibt es 20 Betriebe, die diese ganz spezielle Schokolade machen. Und was ist das Spezielle an dieser Schokolade? Sie wird eigentlich noch, wahrscheinlich stammt das Rezept eigentlich noch von den Spaniern aus dieser Zeit, die das wahrscheinlich mitgebracht haben, mit den Kakaobohnen, die eingeführt wurden. Und die Kakaobohnen werden heute mit Maschinen auch, aber wurden ursprünglich mit einem Art Nudelholz aus Stein gewalzt und zwar kalt natürlich, das hat sich ja nicht stark erwärmt. Heute noch macht man so maximal bei 40 Grad, das ist also keine Erhitzung dieser Kakaobohnen. Und dann kommt nichts weiter hinzu als dann Zucker. Und das gibt dann dieser Schokolade so was Krümeliges. Und dann wird in Formen gefüllt und entsteht diese Schokolade, die man natürlich auch mit Aromen würzt. Und es ist wenn man reinbeißt, ist es so krümelig und dann hat man immer noch so ein bisschen diese Zuckerkörner da drauf. Also eine ganz besondere Spezialität aus Modica, die noch auch bei uns relativ neu ist. Aber wenn Sie es mal irgendwo sehen, lohnt sich zu verkosten. Ja, und dann ist natürlich die Insel voller Weinreben und es ist die größte Weinregion Italiens und flächenmäßig ist Sizilien ja so groß ungefähr wie Deutschland, diese Rebflächen und es gibt dort mittlerweile 23 DOC-Regionen und eine DOCG-Region. Und man hat es eins gemacht, man hat natürlich auch am Anfang versucht, auf den Markt zu kommen mit internationalen Rebsorten, aber in den letzten Jahren besinnt man sich wieder der heimischen Rebsorten und die werden bei uns auch immer beliebter, weil sie eigentlich einen ganz eigenständigen Charakter haben. Bei den Weißweinen ist es zum Beispiel der Cattarato oder es ist der Caricante, es ist der Fiano oder der Malvasia oder natürlich, was wir heute auch dazu haben mit dem Kochen, das ist der Grillo und das ist ein ganz spezieller Grillo, den ich hier habe, weil der wächst auf dieser ganz kleinen Insel Mozia und diese Mozia ist eigentlich Museumsinsel von Wittecker und da waren Weinreben und die werden jetzt praktisch zu diesem wunderbaren Wein gemacht von Tasca d'Almerita und werden auch mit dem kleinen Boot werden die Trauben immer wirklich auf Festland gebracht und dort geerntet. Der Grillo hat ein schönes Aroma, das wunderbar zu Fisch passt. Aus dem wird es heute sicherlich eine gute Harmonie sein. Ja, und bei den Rotweinen, da ist man natürlich das der Nero d'Avola, die Rebsorte, die tonangebend ist. Aber immer mehr auch der Nerello Cappuccio, der auf dem Etna angebaut wird. Und der Etna ist mittlerweile der Hotspot der
sizilianischen Winzer, aber nicht nur der sizilianischen Winzer, immer mehr ausländische Winzer kommen dahin und kaufen Land, um dort auf dem Lavaboden ihre Rebsorten, speziell natürlich eben den Nerello, anzubauen. Und es sind Weine, die sehr feingliedrig sind und natürlich sehr mineralisch sind. Nicht gerade für den vielleicht breite Massegeschmack, aber für Weinliebhaber was ganz Besonderes. Ja, und dann fangen wir jetzt an und machen ja unsere Spaghetti con le Sarde und lassen Sie es gut schmecken.